Im letzten Video hatte ich eine Abstimmung gemacht. Tja, ratet mal, wer gewonnen hat. Das war nämlich. Yeah. Das immer noch auf Französisch. Komm, ich habe auch so in Französisch eingestellt, Mann. Ich habe keinen Bock auf diese Scheiße. Wieso Französisch? Ich kann kein Französisch. Ich kann es nicht mehr umstellen. Mann. Ja, hallo und willkommen zum Rückgang des Monats Februar. März. Entschuldigung. Sprachfehler. Ich verspreche mich halt manchmal. Macht jeder mal. Ist nicht schlimm. Ich hoffe, diese Aufnahme bleibt jetzt gespeichert, denn ich hatte gerade eben schon aufgenommen. Und dann, naja, hat es nicht gespeichert. Groß. Ja, ich verstehe nichts. Ja, das verstehe ich. Es ist halt Französisch. Ich glaube, deswegen können wir das hier auch skippen. Hallo und willkommen zu Yoshi's Island. Jetzt gibt's Mathe mit J-Man. Wir nehmen einmal Yoshi und einmal Insel. Die Yoshis leben auf einer Insel. Also, was machen wir? Ja, gute Idee. Wir rechnen beides zusammen. Yoshi plus Insel ist gleich Yoshi-Insel. Das auf Englisch Yoshi's Island. Ja. Los geht's. Oh, ist mein Account noch da? Ach, mein Speicherplatz ist noch da. Ich würde sagen, dann spielen wir doch das Level hier, was ich am besten finde, was ich schon freigeschaltet habe. Nämlich genau das. Ray aus Tetons Bombas. Das war kein Französisch, ich weiß. Ich wollte es nur irgendwie vorlesen. Ja, hier ist Yoshi. Yoshi, der Typ mit der langen Zunge. Ja. Und den fettesten Eiern. Ja, es ist Yoshi. Yoshi. Yoshi, the man with the biggest eggs of all time. Der tot ist. Stört mich dauernd, dummes Ding, ey. Yoshi stirbt auch mal gerne. So, ich nenne das Level jetzt einfach. Fallende, große, schwarze Kugeln mit Mund. Zack, wieder. Nein, was jetzt eilig ist, die Story natürlich ganz, ganz leicht. Also, Baby Mario und Baby Luigi soll mit dem Storch ihren Eltern gebracht werden. Ja, zu ihren Eltern gebracht. Ja. Aber auf dem Weg will Baby Bowser sie aufhalten. Denn die könnten, er weiß, die würden ihn gefährden, wenn er später mal erwachsen ist. Tja, deswegen schickt er den bösen Magic Koopa Kamek los, um die beiden, um den Storch abzufangen und Baby Mario und Baby Luigi zu töten. Ist halt so. What the loop? Ist das irgendwie Game Over auf Französisch? Perdu? Perdu! Ja, perdu! Desires? Vos? Continuer? Ui! Und wie ich sterbe nochmal so. Ist ja schon fast leichter als Mega Man. Jetzt werde ich einfach durchwaschen, denn ich bin Washa Yoshi. Washa Yoshi! Yoshi ist Full Speed! Yoshi ist schneller als Sonic! Yoshi, stirb! Oh! Ist gleich aus, ey! Was soll das? Geh aus, Tetons Bombs! Ich raste gleich aus, ey! Ja, also das Baby. Wenn man getroffen wird, dann ist halt das Baby. Baby Mario. Der.
fliegt dann halt weg in der Blase. Er fliegt weg in der Blase. Ja. Keine komischen Witze darüber. Es ist halt so. Ja. So. Flügt jetzt zum Sternhörer. Ja, und in dieser Blase bleibt er dann. Und oben sehen wir mal die Zeit, wie lange er da bleibt. Also wie lange wir noch Zeit haben, ihn zurückzuholen. Tja. Dann haben wir echt lange Zeit. Also am Anfang haben wir nur 10 Sekunden. Aber wenn man ein bisschen weiter im Level vorankommt, dann hat man später schon meistens 30 Sekunden ist das höchste. Toll, toll deine Eier verschwendet, Yoshi. Bist du weiblich? Oder er ist rosa. Spring doch, du dummes Ding. Nicht Eier werfen, springen. Ja, du kannst es. Du hast es geschafft. So, jetzt denkt man sich, wo muss man lang gehen? Hier oben geht's nicht. Ducken geht nicht. Aber hier, man kann in die Wand gehen. Yoshi ist jetzt auch Minenarbeiter. Ja, Yoshi der Minenarbeiter. Mit einer geilen Spitzhacke geht er durch die Mine und baut Erze ab. Am meisten natürlich Eier. Und Chili Dogs. Denn Sonic mag Chili Dogs. Und Yoshi sieht gerade aus wie Sonic mit den schnellen, schnellen Beinen. Yeah. Gotta go fast. Yoshi. Sogar die Stelle, die ich hasse mit dieser Steuerung. Die Steuerung ist an sich nicht schlecht. Ich habe nur halt einen scheiß Controller. Ja, mein alter Controller ist kaputt gegangen. Deswegen spiele ich gerade mit dem Handybildschirm. Ja, das ist gerade mein Controller. Ich glaube, ihr versteht mein Problem. Ist halt ein bisschen komisch, mit dem Handy zu spielen. Vor allem, weil das so klein ist. Weil ein normaler Controller ist halt ein bisschen größer als mein Handy. Naja, ist ja jetzt auch egal. Ja, ich würde sagen, dann geht's auch weiter mit dem Video jetzt. Ich habe mein Handy mit der Konsole verbunden. Und ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie das so aussieht. Und zwar nicht so toll. Und wie hier geht's nicht weiter. Ich will da aber rein. Ja, ich will da rein. Du wisst, ich habe einfach keinen Bock mehr, das hier zu kommentieren. Deswegen jetzt random Mega Man Musik. Leute, seht ihr das? Also, ich glaube, ich muss hier eine Alterseinstufung auf dieses Video machen. Sieht doch eindeutig aus wie... Ja, ich sag das Wort lieber nicht. Ich blind sein. Aber ernsthaft? Was denkt sich Nintendo dabei? Naja. Oh, scheiße, er ist wieder da. Nein, 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 Yoshi. Baby Mario, bleib hier. Komm doch runter, ich kann dich doch nicht fangen. Ja, ich habe ihn gefangen. Und hier ist das Ziel. Ja, mal gucken, ob wir ein Bonus-Game bekommen. Nein, wahrscheinlich nicht. Tja. Kein Bonus-Game. Aber egal. Ich würde sagen, das war's auch schon. Das Video kann leider nicht so lang werden, weil mein Speicherplatz ist gerade voll. Und ich kann nicht so lange Videos aufnehmen. Es werden aber bald wieder längere Videos kommen. Nächsten Monat mindestens. Ja, ich würde sagen, das war's dann auch schon. Wenn ihr wollt, gebt vielleicht ein Like und ein Abo. Nur wenn ihr wollt. Also wenn euch die Videos gefallen und ihr bessere haben wollt. Grotte des Mini-Piranhas. Das verstehe ich nicht. Alles ist auf Französisch und das ist auf Deutsch. Wieso? Kann mir das irgendeiner erklären? Naja. Ich würde sagen, Ende vom Video. Schaut mal auf Twitter vorbei. Schaut bei meinem Videopartner auf Twitter vorbei. Und ja. Tschüss.